Hallo, hier ist die Feriensusen. Halleluja, heute ist Samstag. Wir haben es jetzt mittlerweile schon 12.26 Uhr. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende Lesemarathon-Wochenende machen, aber ich bin so K.O. Ich brauche dringend wirklich Ferien im Sinne von auch Ruhezeit und nicht wieder irgendwelche Projekte fahren oder so. Und ich möchte definitiv auch lesen und ich nehme euch mit ein wenig auf eine Lesewoche. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob ich Lesewochen mache oder ob ich Vlogs mache. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Wollt ihr noch ein bisschen drumherum gequatschen, was ich so tue? Spannendes. Und was die Katzen so machen? Oder wollt ihr reines, was lese ich gerade? Und Lesefortschritt. Vielleicht mache ich auch direkt mal einen ganzen Tag oder zwei Tage Lesemarathon, aber dieses Wochenende erstmal nicht. Ich muss mal mich ein bisschen um mich selbst kümmern. Ich habe euch den Vlog noch nicht hochgeladen. Heute gab es noch gar kein Video. Eigentlich müsste heute Teil 5 von der aktuellen Escape-Reihe kommen, aber ich habe es noch nicht geschnitten gekriegt. Ich hoffe, es kommt morgen. Und was ich geschnitten habe, ist der letzte Vlog zum Thema Sommergrippe. Vielleicht schaffe ich es, den heute noch hochzuladen. Und ansonsten ganz ruhig. Das Einzige, was ich heute wirklich noch tun muss, außer essen und schlafen irgendwann, wir müssen heute Abend noch in den Garten fahren und das Gewächshaus gießen. Und für die Hasis noch ein bisschen Löwenzahn ernten. Ansonsten gibt es heute null Pflichten. Null Pflichten. Ich habe, wenn ihr dann den Vlog schon gesehen habt, den letzten, ich hatte jetzt nicht diese Schulwoche, sondern die davor, lag ich flach. Das fing am Samstag an, da hatte ich erst Halsschmerzen. Da habe ich, glaube ich, noch das letzte Exit-Video gedreht. Und im Laufe des Abends ging es mir immer schlechter und ich lag dann flach. Irgendwie so eine Kreuzung aus Sommergrippe und Nasennebenhöhlenentzündung. Ach Gott, ich war fix und fertig. Und diese Woche bin ich wieder in die Schule gegangen. Ich hatte auch Montag frei, Dienstag, Mittwoch nicht allzu viele Stunden. Deswegen dachte ich, ich schaffe das schon. Donnerstag hatte ich dann 8 Stück, also von der ersten bis zur letzten Stunde. Das war ein bisschen krass. Aber ich war jeden Tag tot. Also egal wie viele Stunden ich hatte, ich kam nach Hause und konnte nichts mehr tun. Also da war kein großes im Garten sein. Und wir haben auch unseren Wocheneinkauf diese Woche nicht gemacht. Wir waren jetzt spazieren. Also wir haben heute gemütlich gefrühstückt. Und dann waren wir spazieren. Und da waren wir jetzt noch fix bei Edeka. 5 Sachen einkaufen, die wir noch brauchen bis Montag. Und dann ist gut. Ich brauche definitiv Slow Living. Slow Living dieses Wochenende. Genau. Ich werde jetzt gleich was essen. Ich habe, wir waren gestern, hatten Essen bestellt und ich habe ja noch ein halbes Pide mit, ja, was ist denn das? Ich glaube Hackfleisch, Zwiebeln, Sesam und Käse. Das werde ich gleich mampfen. Und ich werde nachher noch ziehen ein wenig, was ich lesen möchte. Also was ich definitiv heute machen möchte, ist lesen, aber ganz gemütlich. Ne? Wie gesagt, kein Marathon, ich versuche irgendwie 500 Seiten zu rocken oder was, sondern ganz entspannt. Ganz entspannt ist ganz wichtig. Und morgen würde ich damit weitermachen, allerdings fahren wir, wenn alles gut läuft, Wetter und persönliche Befindlichkeiten, morgen mal nach Leipzig. Und ja, da werde ich morgen wahrscheinlich den halben Tag unterwegs sein. Da gehen wir in Leipzig noch ein bisschen spazieren auf den Südfriedhof. Und so, genau. Zum Thema Ziehen. Ich habe hier 4 Farben. Ich glaube, gelb ignorieren wir erstmal. Ich habe jede Menge Leseproben mir auf dem Kindle geliehen. Und gelb sind, wenn ich mich nicht irre, Leseproben. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, aber der Zettel ist weg. Grün müssten Escape-Bücher sein, allerdings Kinder-Escape-Bücher. Also Exit, Escape, alles Mögliche. Da habe ich einiges. Orange waren, glaube ich, Kinderbücher und lila habe ich ganz viel, sind Erwachsenenbücher. Und diese Tasse ist voll. Also, keine Ahnung, hier werden um die 50 Dinger drin sein. Ich habe 6 Wochen Sommerferien. Was ich sonst noch tun möchte, vielleicht noch fix dazu, ich möchte definitiv ein paar Exit Games abdrehen. Ich habe vom Kosmos natürlich einiges liegen. Und dann habe ich auf jeden Fall noch Lust auf dieses Deckscape, das mit euch zu machen. Und ich habe mir hier noch so ein kleines Ding geholt, Sherlock, der Pate. Ich glaube, der Pate soll aus der Reihe das Beste sein. Zumindest sah das in den Rezensionen so aus. Ich möchte da also ein bisschen was filmen. Ich möchte generell ein bisschen Lesestuff mit euch machen. Ich möchte ein neues Kinderbuch schreiben. Den Plot, den trage ich jetzt schon seit einer Ecke mit mir rum.
Und ich hoffe, ich finde meine Notizen, die ich mir dazu gemacht habe. Ich habe nämlich irgendwie schon die Hälfte des Buches schon handschriftlich geplottet. Und was ich ebenfalls in Betracht ziehe, ist eine Horror-Thriller-Kurzgeschichte. Mal gucken. Das wären so ein bisschen die Ziele für die Ferien, aber damit fange ich erst am Montag an. Ich habe auch ein paar Termine schon gemacht, die Sachen, die liegen geblieben sind, wo man mal mit dem einen oder anderen reden muss. Oder morgen sind 5 Wochen rum seit meiner Agenturbewerbung. Da ist jetzt noch nichts passiert. Ich habe mich ja nur bei einer Agentur, bei meiner Wunschagentur beworben. Und mal gucken. Ich glaube, mein Essen wird langsam kalt. Ich glaube, ich esse erstmal und ziehe mit euch um ins Schlafzimmer. Ich lese ja am liebsten auf meinem Bett, da habe ich auch ganz viele Kissen. Und es ist der kälteste Raum. Da gibt es auch eine Problematik, weil wir haben hier in den Sommerferien wird gebaut von der Hausverwaltung. Damit beschäftigen wir uns aber, wenn es soweit ist. Ich glaube, in den Ferien wartet noch der ein oder andere Frustfaktor auf mich. Genau, ansonsten Exit Games, lesen, schreiben, spazieren gehen, Garten. Ich glaube, das ist so der Inhalt meiner Sommerferien. Und relaxen und Kraft tanken. Wir fahren nicht weg, wir wollen keine Bäume ausreißen. Vielleicht mal irgendwie so ein Tagesausflug, was Hübsches. Jetzt, wo man halt wieder irgendwie vernünftig, so halbwegs irgendwo sich was angucken kann. Und genau, ich würde sagen, ich ziehe jetzt um, esse was und dann regeln wir mal noch diese Ziehgeschichte. Hello, da bin ich wieder. Ich weiß, das Licht ist nicht ganz so gut und ihr steht aber auf irgendeinem Kissen, aber ich muss es ja gemütlich haben zum Lesen. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal was Feines. Ich hätte gesagt... Doch, ich ziehe einfach aus jeder Kategorie 1 und dann schauen wir mal. Es gibt auch 2 Bücher, ich habe die Lose vor 2 Wochen angefangen zu falten, weil ich mich da schon gefreut habe und vorbereitet habe und so. Und ich glaube, 2 Bücher habe ich seitdem gelesen, aber da kann ich mir dann stattdessen was anderes aussuchen. Fangen wir mal mit dem vielleicht uninteressanteren an, mit der Leseprobe. Ich habe alles Mögliche, was ich da auf meinem Kindle habe. Das ist, oh, Chaos, Touching Soul von Lynn Rina. Da bin ich ja schon sehr gespannt. Ich liebe ja die Staubchroniken. Und das ist definitiv schon eine gute Wahl. Ich habe auch irgendwelchen Schnulli noch als Leseprobe. Nun ja, gucken wir mal... Mach mal als nächstes Escape Book. Da hatte ich auch überlegt, ob ich einen Lesermarathon mache. Aber dachte ich mir, na gut, wenn du den ganzen Tag lang nur verschiedene Escape Books machst, dann wirst du vielleicht auch blöde. Wir hätten... Oh, Herzflattern auf Klassenfahrt. Das ist tatsächlich von Ravensburger eine Art, so eine Love Story für so 12- bis 14-Jährige. So für junge Mädchen. Das fand ich sehr interessant. Und da wollte ich mal reingucken. Dann habe ich sehr gut ein E-Book, nämlich Becoming Electra von Christian Handel. Ich habe von Christian Handel 2 Bücher in dem Stapel. Ich habe noch Rowan und Ash, das habe ich aber auch als Hardcover. Und ja, passt mir auch extrem gut, dass es auf ein Kindle ist, weil ich habe irgendwie ein bisschen Probleme mit meinem Handgelenk. Und wenn ich da kein allzu schweres Buch in der Hand habe, dann ist es ganz gut. Kommen wir noch zum Kinderbuch. Da hätte ich auch eine sehr gute Wahl, nämlich Magic, die Prinzessin ist los, von Tanja Fosen. Wow, richtig cool. Ich hole mir jetzt mal die Bücher und dann zeige ich sie euch mal kurz. Na gut, ich kann euch ja nur 2 zeigen. Und dann, ja, muss ich mal noch austüfteln, womit ich anfange. So, hier übrigens verbergen sich einige der Spielbücher auf dem Plan. Schnappen wir uns gleich mal das Herzflattern. Oh, falsches Buch. So, weil es auch bei Ravensburger war. Übrigens finde ich auch total schön aufgemacht. Ja, auch wie so ein Brief. Das kann man sich halt ins Regal stellen. Und es funktioniert aber auch als das Format. Fand ich echt süß. Also 1000 Gefühle und du selbst entscheidest. Und ich habe vom Ravensburger auch noch hier 1000 gefahren und du entscheidest.
So, und dann haben wir hier noch Magic. Ich muss, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier, ich musste langsam bis zur Decke bauen, weil ich einfach nicht hinkomme. Und hier, das haut auch noch gar nicht hin mit den Büchern. Aber ja, voll schön. Das ist, glaube ich, erst dieses Jahr erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Genau. So, und was es nicht auf die Liste geschafft hat, ist das ja, weil ich kein Lila mehr hatte. Und das habe ich mir erst gekauft vor einigen Tagen. Da bin ich auch schon ganz heiß drauf. Das darf ich quasi wählen, wenn ich etwas ziehe, was ich schon gelesen habe, eins der zwei Bücher. So, und hier zum Beispiel noch frisch eingezogen, Someone New oder Rowan and Ash. Oder und Ash? Naja, ist ja wurscht. Ich habe auf jeden Fall, ich habe ein paar Bücher zu lesen. So, auf jeden Fall voll die gute Auswahl. Ich hatte schon befürchtet, dass ich eventuell ein Buch ziehe, auf was ich jetzt nicht mehr ganz so viel Bock habe als noch vor zwei Wochen. Kann ja auch passieren. Ich könnte natürlich mit der Leseprobe anfangen, das ist allerdings übelst gefährlich, weil wenn es mir gefällt, dann muss ich es ja theoretisch gleich kaufen. Mal schauen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich niste mich hier noch ein bisschen ein. Wir haben, mein Spatze und ich, haben uns noch ein Eis geteilt. Es gibt auch diese Becher, wo man diese das Softeis reinkommt und wo man die quasi eingefrieren kann. Und da haben wir uns eins geholt. Ich esse jetzt noch ein Eis und tüfte mal, mit was von den vier Schätzchen ich anfange. Was würdet ihr nehmen? Schreibt es in die Kommentare. Bis denn. Hello, ihr steht wieder auf irgendwelchen Kissen drauf, wie sich das gehört. Und irgendwas machen meine Haare hier. Die Löckchen sind wieder da. Schön, wa? Ich habe gelesen, es ist jetzt schon um 4. Ich bin auch hundemüde. Ich überlege ehrlich gesagt, ein kleines Nickerchen zu machen. Ich habe mich entschieden für Becoming Elektra. Und von Christian Handel. Und ich bin bei 46%. Da das Buch, ich glaube, 416 Seiten hat. Ich hatte vorhin mal geguckt, aber habe ich jetzt vielleicht so 180, 190 Seiten gelesen. War sehr vergnüglich. Es geht ums Klonen. Und Isabel heißt sie, glaube ich, ist ein Klon. Die Katze spielt mit ihrem, Luna spielt mit ihrem Lieblingsball. Und ja, Elektra ist quasi ein Mädchen aus dem reichen Hause und ihre Eltern oder hauptsächlich ihr Vater ist Mitförderer von diesem Klonprogramm und man kann sich quasi einen Klon leisten als Organe, also wenn man mal ein Organ braucht oder ein Bein oder ein Auge. Es ist so ähnlich wie die Insel mit Ewan McGregor. Ich hab den Film gesehen und das Buch gelesen. Ich weiß aber auch nicht, ob das eine Buchverfilmung ist oder ob es das Buch zum Film war. Keine Ahnung, ist ja auch schon eine ganze Ecke her, der Film. Ja. Die Pest ist durch das ganze Zimmer. Schön. Genau. Und es ist jetzt so, dass die Elektra gestorben ist. Und aber irgendeinen Typen heiraten soll, der sehr einflussreich ist und die Familie braucht das und deswegen soll sie quasi jetzt in das Leben schlüpfen und sie ist wohl ermordet worden, die Elektra. Ne? Also Becoming Elektra, die Isabel wird jetzt Elektra und soll in diese Rolle schlüpfen und ich fand das sehr spannend, wie sie nach und nach jetzt versucht überhaupt erstmal sich zurechtzufinden und in der Familie ist auch alles ein bisschen unterkühlt und schwierig. Und vermutlich ist sie getötet worden. Wer steckt dahinter? Es hatte also so einen Thriller-Aspekt, ne? Und dann halt immer noch diese ethische Frage mit dem Klonen. Und die Familie sieht das ja alles nicht so kritisch. Und ja, da kommt jetzt halt die junge Frau und wirbelt das alles vielleicht so ein bisschen durcheinander. Ich bin jetzt gespannt, was in der zweiten Buchhälfte passiert. Ich glaube, das Buch war ursprünglich als Einzelband geplant. So hatte ich es damals auch aufgefasst. Aber dann kam ja noch Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, das ist noch gar nicht so lange her, der neue Band I Am Elektra. Und da kann ich leider nicht verraten, worum es geht. Ich hatte mich schon mal damit beschäftigt, weil das wäre ein Spoiler. So, ich bilde mir aber ein, dass halt die Geschichte von der
Isabelle jetzt im ersten Band grundsätzlich abgeschlossen ist und der zweite Band die Story eher erweitert aus einer anderen Perspektive, die ich jetzt nicht verraten darf. Davon abgesehen steckt es im Titel, wenn man sich darüber Gedanken machen möchte. Jo, auf jeden Fall sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke jetzt mal und mache mir einen Snack. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich noch ein bisschen in El Kindelo Maximo lesen. Nee, eigentlich das Tablet ist, ach, ist ja egal. Ich packe meistens irgendwelche Wortfragmente zusammen, wenn ich so rede in meiner Freizeit, wie auch immer. Sehr, sehr schön, sehr gemütlich. Und ich habe mich noch nicht um irgendwelche Videos gekümmert. Und ja, keine Ahnung, wann ihr das nächste Video auf meinem Kanal sehen werdet. Wenn das hier online ist, werdet ihr es auf jeden Fall schon gesehen haben. Und ich bin einfach müde. Und ich möchte jetzt wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Also war gut gezogen. Ich dachte eigentlich, ich lese ein kürzeres Buch, damit ich sozusagen schon ein Buch schaffe. Aber nein, ich muss jetzt dieses Buch lesen. Ihr Lieben, ach, ist das spannend. Mir ist aber gerade der Kindle ausgegangen. Es waren irgendwie vorhin noch 6% und dann war es 5%. Da habe ich nicht näher drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, irgendwann stehst du mal auf zum Laden. Jetzt ist der Kindle ausgegangen. Ach, wir haben es jetzt 18 Uhr, eine Minute vor 6. Und ich habe auf jeden Fall die 75% überschritten. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war ich bei 76. 70. Ich habe jetzt also über 300 Seiten gelesen. Es ist irre spannend. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt noch auflöst. Also es ist jetzt auch, wir sind gerade an einem sehr dramatischen Punkt, der typische. Aber ich denke, es muss noch einer kommen. Es muss noch etwas anderes passieren, was das Ganze, die ganze Handlung durcheinander wirft. Und es macht unfassbar viel Spaß. Also ja, ich denke, falls mein Kind jetzt demnächst lädt, ich hoffe, ich habe ich habe das richtige Ladekabel gesucht, aber er sagt kein Akku und er sagt nicht, dass er lädt. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken, wo das Problem ist. Vielleicht manchmal haben die Kabel ja einen wackeligen. Muss ich noch ein zweites suchen. Ich kann auf jeden Fall jetzt gerade nicht lesen. Ja, aber sehr schön und ich mache quasi gerade unfreiwillig doch einen Lesemarathon, weil ich seit um 12, ja, in den letzten 6 Stunden 300 Seiten gelesen habe. Und ist so ein bisschen langsames Lesetempo, wenn man das überschlägt, aber ist ja scheißegal. So, ja, auf jeden Fall sehr coole und empfehlenswerte Lektüre und ich hatte dann vorhin schon kurz überlegt, mir gleich Elektra 2 zu holen. Aber wie gesagt, da es ursprünglich geplant war, bilde ich mir ein, dass es ein Einzelband ist. Denke ich, wird mir der zweite Band jetzt keine Genugtuung verschaffen. Ich glaube, die Genugtuung, die bekomme ich jetzt noch in diesem ersten Band. Außerdem kostet das Kindle, ich glaube, entweder 12,99 oder sogar 14,99 und dann ist es günstiger aus meiner Perspektive, wenn ich mir das Buch für 17,99 kaufe oder gucken, ob es das irgendwo gebraucht kriegt, gibt. Und das mag ich aber nicht. Also so sehr ich mein Kindle liebe und zurzeit gerne leichte Bücher in der Hand habe, gebe ich äußerst selten mehr als 10 Euro für ein E-Book aus, weil die Printpreise, also wenn der E-Book-Preis so nah an dem Printpreis dran ist, dann denke ich mir, da kann ich es mir auch als richtiges Buch kaufen. Also so in real halt und nicht nur Nullen und Einsen auf meinem Kindle. Falls ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Genau. Vielleicht, ich habe aber auch noch ein Hörbuchguthaben. Vielleicht gucke ich mal, ob es Elektra 2 als Hörbuch gibt. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es dasselbe ist. Also manchmal sind Hörbücher cool. Manchmal lese ich aber auch lieber das Buch. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber erstmal muss ich jetzt ja, diese Kindergeschichte checken und wo eigentlich das Problem ist. Da siehst du dich, Mausel? Nö, ne? Das Kind spielen. Was ist hier?
Ja. Boah. Ja, kuscheln und filmen geht dich. So, es ist jetzt um 8. Ja, nee, um 7. Es ist 10 nach 7. Ich dachte, es ist um 8. Nee, um 8 wollen wir in den Garten. So ist das. Es ist um 7. Ich habe das Buch gerade zu Ende gelesen. Und ich habe mir jetzt gerade nochmal das Nachwort angeschaut. Und hier hat Christian Handl geschrieben: Weil die Frage sicher aufkommt, tatsächlich ist sie mir bereits im Vorfeld gestellt worden. Becoming Elektra ist ein Einzelband, eine Fortsetzung war und ist nicht geplant und ich weiß nicht, ob und wann ich in diese Welt noch einmal zurückkehren werde. Dennoch hat er einen Cliffhanger eingebaut, also eigentlich eher einen Ausblick, aber diesen Ausblick hat er dann tatsächlich benutzt für den zweiten Band. Also die Geschichte von Isabel ist grundsätzlich abgeschlossen und es ist zum Schluss wirklich noch ein Thriller geworden. Also es gab eine Auflösung, wer die Elektra umgebracht hat. Und da dachte ich, da war ich noch so ein bisschen unzufrieden, dachte mir, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen schwach, aber es kam dann noch mehr. Und das fand ich ganz gut. Ich bin aber der Meinung, dass es noch einige ungelöste oder noch nicht 100% zusammengeführte Erzählstränge gibt. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, dass er einen weiteren Band geschrieben hat. Und das Problem ist ja nun, es gibt kein Hörbuch. Ich habe geschaut, es gibt kein Hörbuch. Und blöd. Ich habe keine Lust, so viel Geld für ein E-Book auszugeben. Ich habe also auch Becoming Elektra ist gerade teuer. Ich habe dir das aber, glaube ich, geschossen, das E-Book. Das war mal für 4,99 im Angebot. Und da habe ich zugeschlagen. Ärgerlich. Ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe ein ganzes Buch heute gelesen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Und mal überlegen, was ich jetzt noch so mache. Ob ich in eins der anderen zwei Bücher reinschaue oder mir die Leseprobe von Lynn Rinne angucke. Oder ob ich hier noch ein bisschen mit dieser Katze kuschel. Seht ihr? Sie? Nein. Wo versteckt sie sich denn? Wo ist die Katze? Hier ist die Katze. So. Vielleicht kuschel ich jetzt noch ein bisschen mit der Amaya. Oder wir machen uns jetzt langsam auf in den Garten. Wir müssen ja nicht bis um 8 warten. Und müssen noch das Gewächshaus gießen. Dringend. Es war heute ziemlich warm. Und der Rest vom Garten, der kann noch einen Tag warten. Aber das Gewächshaus. Genau. Da haben wir aktuell. Was haben wir jetzt noch? Tomaten, Gurken, verschiedene Chilis und einen Sellerie. Genau. Wir hatten Blumenkohl und Brokkoli und davor hatten wir noch Kopfsalat. War sehr schön. Und wir bauen irgendwie dieses Jahr hauptsächlich im Gewächshaus an. Was eigentlich falsch ist, aber es hat ja dieses Jahr so viel geregnet, dass wir eine wahre Nacktschneckenplage hatten und die tatsächlich alles gefuttert haben, selbst meine Dahlie. Was wir geerntet haben, waren Erdbeeren, schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren. Und daraus haben wir auch Marmelade gemacht. Die kann uns keiner mehr nehmen. So, ich hoffe dann noch auf die Äpfel und ein paar Sauerkirschen haben wir gegessen. Ist aber auch ein kleines Bäumchen. Haben wir letztes Jahr ausgepflanzt. Und genau, einen Pflaumenbaum haben wir. Und zwei Äpfelbäume hängen voll. Genau, wir haben noch zwei gepflanzt dieses Jahr. Oder ein letztes Jahr und ein dieses Jahr. Aber zwei Äpfelbäume haben wir noch. Und das war es dann mit der Ernte dieses Jahr. Der Rest ist gefressen worden. Also wirklich alles in diesem Garten ist gefressen worden. Kann man nichts machen. Wir haben auch mittlerweile einen größeren
Haselnussstrauch. Da waren letztes Jahr erstmalig Haselnüsse dran. Ich glaube so 6, 7, 8 Stück. Die waren aber weg, bevor sie braun geworden sind. Ich vermute, die hat irgendwer gegessen. Ein Tier hat die sicherlich geerntet. Und genau. Ist ja nicht schlimm, dieses Jahr sind doppelt so viele dran, wenn nicht so knapp 20. Ich hatte mal versucht durchzuzählen, aber sie sind halt alle grün. Also die muss man auch mal finden. Und genau, aber wenigstens im Gewächshaus ernten. Aber schön. Ich habe ein ganzes Buch gelesen mit über 400 Seiten. Das hatte ich so nicht erwartet, als ich mit Elektra angefangen hatte. Dachte ich mir, na, mal gucken. Und genau, hat mich aber gepackt. Ich war nicht 100% zufrieden, also 5 Sterne würde ich nicht geben. Da hat mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was gefehlt, aber es war ein super Lesevergnügen. Also ich habe jetzt in 7 Stunden, glaube ich, ja, ne, in 7 Stunden diese 400 Seiten gerockt. Und das muss irgendwas bedeuten. So, mal gucken, mit was ich euch noch überraschen kann. Und ich mache es mir auch jetzt auf jeden Fall noch in ein paar Minuten gemütlich mit der süßen Miets. So, ich würde sagen, wir ziehen noch was. Ich habe gerade ein bisschen Frustration. Wir fahren jetzt gleich in den Garten. Ich habe mal kurz reingeschaut in dieses Herzflattern auf Klassenfahrt, was eigentlich ein übelst süßes Büchlein ist. Ich gucke mir das auf jeden Fall weiter an, weil ich einfach wissen möchte, wie so ein Spielbuch für Mädels oder ein Liebesgeschichten-Mädels-Spielbuch, also wie das so sein kann. Ich habe aktuell schon nach wenigen Seiten ein Problem mit den Dialogen zwischen den zwei Mädels. Die eine ist verliebt in den Tim und die traut sich nicht, den anzusprechen. Und sind die Dialoge irgendwie so sperrig, die passen nicht, sowieso nicht zu dem Alter, zur Altersgruppe von den Mädels, wie die sprechen, sondern die sind irgendwie so lang und sperrig halt. Und die beste Freundin, die gibt immer so sinnvolle Tipps. Ihr wisst doch, ne, wie die beste Freundin jemanden immer aufbaut, wenn man Liebeskummer hat. Aber die sind alle so pädagogisch wertvoll, als ob es irgendwie die Mutter wäre und nicht die beste Freundin. Also ich bin da eigentlich jetzt schon so ein bisschen angenervt, aber deswegen brauche ich ein bisschen Liebe. Und ich habe mir die Leseprobe angeschaut von Chaos, von Linrina. Und da habe ich die Leseprobe abgebrochen. Also ich habe die nicht zu Ende geschaut. Ich liebe ja die Staubchronik und ich liebe den Schreibstil von Linrina. Aber das Buch funktioniert für mich nicht. Ich glaube, die Story ist total gut mit dem Mädel auf dem, ich glaube, ein Gefängnisplanet war es. Und die muss da ihre Identität verschleiern und so. Aber der Einstieg in die Geschichte funktioniert für mich gar nicht. Also das ist, ja, das kennt ihr so ein Gefühl, wenn ihr von einem Buch 3 Seiten lest und dann sagt ihr, nee, also kann ich jetzt sofort weglegen, so ging mir das mit und dann so. Deswegen würde ich sagen, ich darf jetzt ein etwas Lilanes ziehen. Ich brauche ein neues Erwachsenenbuch und Gelb. Ich darf eine neue Leseprobe ziehen. Das machen wir mal jetzt noch. Und dann fahre ich erstmal in den Garten. Ich dachte bloß, ich mache das noch A, solange es hell ist, und B, weil ich gerade so leicht frustriert bin. Wir hätten schön als Leseprobe Pretty Dead von Stefanie Hasse. Ich glaube, das ist ein Jugendbuch-Thriller. Gefällt mir als Leseprobe sehr gut. Und als Erwachsenenbuch hätten wir einen Liebesroman, den ich schon mal angefangen hatte, das erste Kapitel. Ich muss aber nochmal, oder eher so ein Romance. Na, so sexy Liebesroman, ne? Twist of a Love Affair. Ich bin zufrieden. So, damit kann ich jetzt in den Garten fahren. Und da ich beides auf dem Kindle habe, Leseprobe ist klar, aber Twist of a Love Affair ist auch ein E-Book, kann ich das auch nachher gemütlich noch im Bett ein bisschen schmökern. Erzähle ich euch dann morgen. So, da bin ich nochmal ungeplant. Es ist jetzt um nach 9, ja. Ich habe mir Twist of a Love Affair angeschaut von Piper Rain. Und das ist eins aus dieser Baileys-Reihe. Das habe ich ganz oft bei Instagram gesehen, dass irgendjemand Teile aus dieser Baileys-Reihe gepostet hat. Und das sind halt so kurze Romance-Dinger. So, ja, wie Poppy J. Anderson, nur mit einer amerikanischen Autorin, glaube ich. Und
Man hat halt eine Kleinstadt und man hat relativ übersichtliche Romane, die sind, glaube ich, auch keine 300 Seiten dick. Und man hat diese Baileys-Familie, das sind 9 Geschwister und die müssen dann halt alle vertan werden, ne? Und entsprechend viele Bände wird es dann irgendwann geben. Und alle haben so davon geschwärmt und ich hatte jetzt angefangen, es hatte mir auch ganz gut gefallen. Da kommt das Mädel halt in die Stadt, wo die Baileys mehr oder weniger beheimatet sind. Und die sucht den Vater ihrer Tochter. Also die hatten da so eine heiße Nacht und dann ist sie schwanger geworden. Und die möchte aber kein Geld von ihm. Und das betont sie immer wieder. Sie möchte halt seine DNA. Die hat eine Krankheit und sie möchte eigentlich bloß wissen, woher die kommt und ob es noch andere Vorerkrankungen gibt. Und der Anfang war eigentlich ganz gut, halt so ein bisschen locker flockig, ne? Und dann hat man schon gemerkt, also die zwei werden natürlich dann zusammenkommen, höchstwahrscheinlich die zwei. Und ich bin jetzt bei 18% von dem E-Book. Und ich bin tierisch genervt, weil sie absichtlich alles falsch versteht. Also eigentlich sind wir bei 18% und es ist alles klar. Es ist eigentlich alles klar, er macht sich Sorgen, er möchte Verantwortung übernehmen. Und nicht wie bei anderen Bänden, ne, wo das erstmal verschwiegen wird und die zwei sich näher kommen und ineinander verlieben oder was auch immer, ne? Sondern er möchte Verantwortung für die Tochter übernehmen und sie blockt das alles ab und versteht ihn immer falsch. Und auch der Dialog, der hier geführt wird, oder es ist jetzt mittlerweile schon der zweite zwischen den beiden, die reden teilweise völlig aneinander vorbei. Sie sagt auch so Sätze, die nichts mit den Gedanken zu tun hatte, die sie vorher hatte, oder mit dem Dialog zu tun hatte, die sie. Also, ich verstehe das gar nicht. So, also irgendwie. Ich weiß, ich habe heute irgendwie ein Dialogproblem. Ich habe auch das Gefühl, seit ich selbst angefangen habe zu schreiben, dass ich anspruchsvoller werde. Aber, Er möchte sich um ihre Tochter kümmern und sie wirft ihm ständig irgendwelche Sachen vor. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, ach, bei Forever ist es rausgekommen, dass ich das abbreche, weil es auch so locker angefangen hat und weil ich nur gute Rezensionen gesehen habe. Aber ich finde das ganz schrecklich. Ich finde das irgendwie voll nervig. Ich habe mich jetzt schon die letzten 10%, also oder die letzten 8%, keine Ahnung, habe ich mich so richtig gequält, ne? Irgendwie so jede Seite, die ich weitergeklickt habe, dachte ich mir, ach naja, vielleicht wird es noch ein schöner Liebesroman. Und dann halt irgendwie wieder solche und auch ich habe vergessen, wie die Schnecke heißt. Ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Also er heißt Rome, die Tochter heißt Callista. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und die kommt unter bei so einer Künstlerin. Und selbst, wie die zwei sich unterhalten. Und zum Beispiel denkt die Protagonistin, möchte die andere, dass ich ihr ein Herz ausschütte und möchte irgendwie Seelenklempner spielen und ach naja, sie hat eh kein Geld und da kann sie jetzt das Gespräch mit der anderen, die ja scheinbar ehrlich besorgt ist, ja auch nutzen für einen kostenlosen Seelenklempner und dann wirft sie eigentlich nur einen Brocken vor und dann will sie gar nicht weiterreden, wo ich mir denke, was soll denn dieses ganze Seelenklempner-Gequatsche? Also entweder sie möchte mit ihr reden oder sie möchte nicht mit ihr reden, ne? Aber dann, wozu dann seitenweise innere Monologe über das Gespräch, was sie da gerade führt, wenn sie dann das Gespräch nicht führt? Also ich weiß es nicht, bin ich zu anspruchsvoll? Oder ich weiß es nicht. Ich ziehe jetzt noch ein neues. Ich bin auch langsam müde. Ich glaube, ich werde eventuell jetzt nichts mehr lesen. Und entweder werde ich noch ein bisschen Hörbuch holen. Ich habe gestern angefangen mit Kreativität von Melanie Rabe. Heißt die so? Na, die ist Thriller-Autorin. Und da ich, glaube ich, so die erste halbe Stunde gehört, hat mir total gut gefallen. Vielleicht mache ich das. Oder vielleicht knalle ich mich einfach nur ins Bett mit dem Handy und gucke mir noch ein paar spannende YouTube-Videos an oder so. Und es gibt immer so ein paar Sachen, die mich sehr interessieren. Zum Beispiel Essenszubereitung aus unterschiedlichen Ländern. Oder da gibt es diese Street Food oder die dann aus Zucker, aus heißer Zuckermelasse dann irgendwelche coolen Figuren machen. Das könnte ich stundenlang gucken. So, ich habe jetzt was gezogen. Mal gucken, was es ist. Ich habe eigentlich, ich bin sehr zufrieden. Ich habe Brennendes Grab von Linda Castillo.
liegt tatsächlich auch schon seit 2 Monaten auf meinem nein, nicht mein Nachtschrank. Ich habe da so ein Brett. Ein Brett über meinem Bett. Ein Nachtbrett. Ich glaube, mit der Linda Castillo kann man nicht allzu viel verkehrt machen. Vielleicht lese ich da heute noch 20 Seiten. Mal gucken. Aber der Trip in den Garten hat mich auch ein bisschen erschöpft. Und jetzt war ich schon wieder so frustriert, weil ich dachte, Mensch, ich hatte das Buch halt schon mal angefangen, also Twist of a Love Affair, und da hat es mir gefallen. Und jetzt hat es mir wieder gefallen. Und dann kommt halt irgendwie so ein schlimmer Dialog nach dem anderen. Und ich denke mir, wo ist denn hier der Flow? Wo ist denn hier der Witz? Wo ist denn hier der Zusammenhang von den Dingen, die Person A sagt, zu den Dingen, die Person B sagt? Also, weiß ich nicht. Ist euch das schon mal passiert? Geht es nur mir so? Ich weiß es nicht. Passiert mir aber öfter. Aber das, mit diesem Herzflattern-Buch ging mir das ja auch so, dass diese zwei Mädels sich unterhalten und ich immer denke, das ist doch kein Gespräch, den, keine Ahnung, 14-Jährige führen würden oder so. Also die haben doch auch eine ganz andere Sprache und viel kürzere Sätze. Also wenn die monologisieren, dann aber, weil sie irgendwie über was in Schwärmen geraten. Also und ja, die beste Freundin, die hätte irgendwie voll die erwachsenen Vorträge darüber, wie die Liebeskranke sich besser fühlen kann und so. Wo ich mir dachte, Mann ey, also, weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, mich stört sowas. Mich stört sowas mehr. Also bei Christian Handel ist mir davon nichts aufgefallen. Da dachte ich bloß am Ende diese verschiedenen Auflösungen und was dann noch passiert ist bei der Familie. Da dachte ich, hätte man aus dem Plot noch ein bisschen was rausholen können oder noch ein bisschen mehr die Wogen glätten können. Also da war nicht alles rund. So die letzten paar Kapitel, aber es war halt spannend und es war auch flüssig und es waren tolle Charaktere und ich freue mich schon total auf den zweiten Band und ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Dialoge so unauthentisch wurde, so unecht, ne, so irgendwie so künstlich oder gestelzt oder dass die Leute nicht aufeinander eingehen, wenn sie reden, also bei Twist of a Love Affair habe ich irgendwie das Gefühl, dass die von unterschiedlichen Dingen teilweise reden. Ja, und dann noch die Schnecke, die dauernd denkt, monologeweise alles denkt er übrigens auch, ne? Also die Autorin, die erklärt da auch viel zu viel, ne? Die erklärt immer die ganzen Gedanken der, weil die auch in Ich-Perspektive, die zwei Charaktere abwechselnd sind, erklärt alle Gedanken und dann kommt halt der Dialogfetzen dann dazu. Und eigentlich können ja auch Dialoge für diese Gedanken sprechen, ja? Nichts gegen ein bisschen intimes Gedankengut, aber es ist so viel innere Monologe, ja? Und wo erstmal alles tot erklärt wird, wo ich mir denke, ich brauche jetzt ehrlich gesagt gar keinen Dialog mehr. Also ich weiß schon alles. So. Und dann sagen die Charaktere aber was anderes, als sie denken. Wie mit der Seelenklempnerin. Ne? Sie möchte sich ja eigentlich, sie möchte sich austauschen und sie möchte sich eigentlich quasi emotional hingeben, dieser Künstlerin dort. Und dann tut sie es nicht. Wo ich mir denke, warum denkt sie dann seitenweise darüber, dass sie es tut und tut es dann doch nicht? Und da stand nicht, warum sie es nicht getan hat. Ne, es ist jetzt nicht so, dass sie es sich anders überlegt hat, sondern sie tut es dann einfach nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich empfindlich geworden. So, ich habe heute Abend auf jeden Fall noch mehr mit euch geredet, als ich geplant hatte. Meine Augen sind ganz klein. Ich bin müde. Ich glaube, ich lese nichts mehr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Tanja Vosen. Das Büchlein liegt ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen hier. Und ich hatte das halt geplant, am besten in einem irgendwie Kinderbuchmarathon oder irgendwie in Sommerferien, mir das damit gut gehen zu lassen. Und ich glaube, das wird doch gut. Und ja, durch dieses Klassenfahrtgedöns versuche ich mich dann noch ein bisschen durchzuwursteln, einfach weil ich halt auch schon vor drei Jahren auch schon drüber nachgedacht hatte. So, ich habe ja auch ein Spielbuch geschrieben und ich hatte auch schon mal ein anderes Spielbuch angefangen für ein bisschen älteres Publikum und da hatte ich auch schon mal nachgedacht, so über, ob man dieses Spielbuchprinzip nicht auch irgendwie als spannenden Liebesroman verpacken kann. So, und habe mir da jetzt über die letzten Jahre auch immer ein bisschen Gedanken gemacht und da bestehen auch so leichte Ideen, aber noch nichts, was ich so wirklich
sinnvoll umsetzen kann. Und deswegen interessiert mich das auf jeden Fall, wie die Autorin das gemacht hat. Da gibt es ja einfach verschiedene Möglichkeiten, ne? Und grundsätzlich, wie man spielen kann. Ja, das kennt man ja auch von den Fantasy-Spielbüchern. Ne? Da gibt es welche mit Würfeln und es gibt welche ohne Würfel. Und es gibt welche, wo man nur Entscheidungen treffen muss. Es gibt aber auch welche, wo man auch Gegenstände finden muss oder wo verschiedene Werte eine Rolle spielen, unabhängig davon. Also auch wenn man nicht würfeln kann. Ne? Also es gibt einfach verschiedene Spielprinzipe. Und da versuche ich halt für mich auch noch eine Idee zu finden für das Ganze als Liebesroman, als Liebesroman-Spielbuch. So. Und ja, vielleicht habe ich dann irgendwann mal einen Geistesblitz und kann das umsetzen. Und deswegen wollte ich da auf jeden Fall mal reinschauen in das Ravensburger Büchlein. Und vielleicht inspiriert es mich, davon abgesehen, dass mir der Schreibstil nicht gefällt. Aber kann man nicht machen. So, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf meinen Linda Castillo. Das ist, glaube ich, Band 10 oder 11, 10, 9. Ich bin schon relativ weit. Ich versuche es ja mit der Reihe nicht zu übertreiben, weil die Autorin ja jetzt nur so jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eins rausbringt und ich will quasi noch ein bisschen Luft nach oben haben. Ne, aber das habe ich auf jeden Fall noch da und ja, gut gezogen, würde ich sagen. Und ich bin sowieso in Thriller-Stimmung. Das passt. Und vielleicht kann ich ja dann noch demnächst The Cousins lesen von, habe vergessen, wie sie heißt, Karen Manus oder so ähnlich. So, ich würde sagen, der Vlog ist auf jeden Fall lang genug. Ich werde ihn sicherlich nennen Ferienstart und Lesemarathon. Es war jetzt im Endeffekt ein Lesemarathon. Ich habe ganz schön viel gelesen und viel irgendwo reingelesen. Also war spannend. Und da hole ich morgen eventuell keine Kamera raus. Mal gucken. Wir sind ja eh ein bisschen in Leipzig unterwegs. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich bin gespannt, was ihr Tolles liest. Und bis bald. Hello. Kleiner Nachtrag zu gestern. Ich habe mich ja schon bei euch verabschiedet. Aber ich habe gestern mehr gelesen, als ich dachte. Und kleines Update. Es ist ein Lesemarathon geworden. Ich wollte ja gestern mal so in die Linda Castillo reinlesen und dachte mir, naja, lese so 30, 40 Seiten und dann bist du drin und dann kannst du dann am Sonntag lesen. Heute ist übrigens Sonntag, 8.13 Uhr. Ach, wir haben schon gefrühstückt. Ich bin ein bisschen müde, weil ich habe bis nach 0 Uhr gelesen. Ich habe gestern hier noch 243 Seiten gelesen. Und damit habe ich gestern allein in den zwei großen Büchern, also in Becoming Electra und Brennendes Grab, 650 Seiten gelesen. Und wenn ich das bisschen Kleckerkram zusammenrechne, komme ich auf wahrscheinlich nicht ganz 700 Seiten. Aber dafür, dass ich mir gedacht habe, machst du keinen Lesemarathon, setz dich nicht nur unter Druck, sondern machst was ganz Stressfreies. War gut. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur noch 100 Seiten. Ich hätte sie gern noch gelesen, heute Morgen dann. Aber A, war ich hundemüde. Also ich war eigentlich die ganze Zeit hundemüde, aber es war so spannend. Und ich musste ja heute früh aufstehen. Der Wecker hat ja trotzdem um 7 geklingelt. Und wir fahren nach Leipzig und verbringen Zeit in Leipzig und fahren dann wieder zurück. Und es wäre ganz gut, wenn ich wenigstens so ein bisschen munter wäre an diesem Tag. Es geht. So, mehr dazu im nächsten Vlog. Den werde ich jetzt auch noch kurz anfangen und über dieses spannende Büchlein berichten, weil ich heute am Sonntag das sicherlich auch noch beenden werde. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Minuten Lesezeit, weil wir, ich denke, so um 9 Uhr machen wir los. Und ja, und irgendwann heute Nachmittag sind wir wieder da. Und da kann ich das Buch zu Ende lesen. Und dann schaue ich mir noch die Tanja Fosen an und dann sehe ich was Neues. Gefällt mir sehr gut. So, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Vlog gefallen und ich verabschiede mich jetzt.